Wir sind in den Dolomiten, in der Cibeda-Gruppe und kommen zur zauberhaft gelegenen Fazolärhütte. Welch ein Stückchen Erde! Kein Wunder, dass der bergbegeisterte Herzog Leopold von Brabant, der später zum belgischen König gekrönt wurde, für einige Zeit hier zu Hause war. Dabei bezwang er zusammen mit einigen hervorragenden italienischen Bergführern erstmals einen Felsturm, der ihm zu Ehren Campanile di Brabante genannt wurde. Überwältigend der Anblick des Torre Trieste. Der gewaltige Busazza-Stock. Ein unmittelbar an der Hütte liegender Alpengarten lädt zum Besuch ein. Wir sind schon früh aufgebrochen. Unser heutiges Ziel ist die Besteigung des Campanile di Brabante. Der Weg geht an der noch im Schatten liegenden Südwand des Torre Venezia vorbei. Ganz klein können wir zwei Bergsteiger in der 500 Meter hohen senkrechten Wand erkennen. Otto Siegel und Wilhelm Bebbe sind mit ihren Gedanken schon ganz bei unserer bevorstehenden Kletterei. Ob sie dabei wohl noch auf die kleinen Schönheiten am Weg achten? Am Fuße des Campanile angekommen, betrachten wir mit gemischten Gefühlen den uns aus der Lektüre bekannten Abstieg. Das ist der Helm von unserem Otto. Über unsere Tour lasen wir im Blätterführer Folgendes. Dieser verhältnismäßig kleine Turm hat mit seinem einzigen Anstieg schon beachtliche Berühmtheit erlangt, zumal die Führe nach Domenico Rotatis die schwierigste Kletterei in den Dolomiten bieten soll. Gewiss ist diese vielsagende Bezeichnung von 1933 inzwischen überholt. Zweifellos gehört jene Kletterstelle auch heute noch zu den interessantesten in den Dolomiten. Bis jetzt können wir das nur bestätigen.
An dieser Stelle hatten wir mit unserer Trittlader keine allzu großen Schwierigkeiten. Wie mag es wohl bei der Erstbegehung vor 40 Jahren gewesen sein? Der erste Stand ist erreicht und schon arbeitet sich Otto von Wilhelm gut gesichert die zweite Saarlinie hinauf. In diesem eisenharten Fels macht das Klettern wirklich Spaß. Uns wird etwas mulmig zumute. Otto steigt in die senkrechte Wand hinaus, frei hing das Seil zu uns herunter. Überraschend schnell überwindet er diesen Wandabschnitt. Dass Otto diese Saillinge vorhin so schnell hinter sich brachte, wird uns jetzt klar. Von unten war dieses ideale Griffband nicht zu sehen. Zwar ist das Gelände hier senkrecht und die Füße haben schlechte Trittmöglichkeiten, doch derartige Griffe erleichtern eben alles. Die Schwierigkeit übersteigt während dieser Saillinge nie den vierten Grad. Thank you.
Eine unvergesslich schöne Strecke liegt jetzt hinter uns. Das letzte Stück zum Gipfel geht nunmehr über leichtes Gelände. Wir halten eines der interessantesten Gipfelbücher in unseren Händen. Wo finden sich noch solche Namen? Die Eisbegeher, König Leopold von Belgien, Carlo Cancelli, Domenico Rotaris, Giovanni Andrich und Attilio Tisi. Wir lesen Namen wie Radi, Gino Solda, Claudio Barbier, Mondi, Roberto Sargado und viele andere. Schließlich die 56. Begehung, unsere Freunde Armin Erdenkäufer und Herbert Baumgärtner im Jahre 1956. Wir schreiben die 214. Begehung ein. Nun geht es an den Abstieg. Genau an der Dachkante befindet sich der Abseilhaken und schon fliegt unser Seil hinunter auf den Gipfel des Boccia. Unvorstellbar und nicht zu beschreiben ist die Ausgesetztheit dieser Abseilstelle. 35 Meter geht es frei durch die Luft. Wählt man hier nicht den günstigsten Abseilsitz wie unser Wilhelm mit seinem Dilfe, so hat man allerhand auszuhalten. Reibung erzeugt eben Hitze, aber loslassen ist hier auch nicht zu empfehlen. Nun ist Otto an der Reihe. Otto kommt in Karabinersitz. Das ist schon angenehmer, er hat auch später keine Brandblasen. Es geht weiter abwärts. Vom Gipfel des Boccia nochmal eine 38 Meter Abseilstelle und wieder frei durch die Luft, nur nicht so ausgesetzt. Thank you.
Auch wir sind tief beeindruckt von dieser Tour. Viel Zeit ist seit der Erstbegehung verstrichen. Ob wohl jemals wieder ein König diesen Turm besteigen wird?